Werter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wie viel Mal haben wir diesen Antrag jetzt schon gehabt? Das ist ja Wahnsinn, ihr müsst ja echte Masochisten sein, dass ihr euch immer wieder sowas abholt hier. Also tatsächlich ist es so, ihr macht das ja nicht, um irgendwie uns zu überzeugen. Ihr macht das nur, um wieder einen Grund zu haben, in euren sozialen Medien, Telegram, WhatsApp und so weiter, uns beschimpfen zu können, uns alle anderen. Auch wir streiten um Themen, aber das, was ihr macht, ist eine Unverschämtheit. Ich lasse es mir nicht mehr gefallen. Und ich habe schon mal im... Ich habe letztes Mal im Wirtschaftsausschuss genau zum gleichen Thema schon gesagt, am besten man antwortet euch schon gar nicht mehr, dann lauft ihr ins Leere, weil so geht es einfach nicht mehr weiter. Ich fasse es kurz zusammen. Wir müssen auch raus aus den fossilen Brennstoffen. Und ich glaube, da sind wir uns alle einig, weil das ist die einzige Möglichkeit, wirklich CO2 einzusparen. Wie wir da hinkommen, darüber werden wir noch trefflich streiten. Technologieoffen mit neuen Ideen, aber nicht so, wie ihr es macht. Das ist einfach Unsinn. Aber ich will jetzt noch zwei herausstellen von euren Leuten, denen man ab und zu mal ja zuhören kann. Das ist einmal Franz Bergmüller, den kann man zuhören. Und auch Gerd Mannes hat eine gewisse Expertise. Das Problem ist nur, ihr seid zwei und hinterher stehen 16 Leute, die nichts anderes tun, als uns zu verunglimpfen. Immer, täglich, jeden Tag irgendwo wird auf uns herumgehackt. Und deswegen werde ich auch von euch beiden niemals einen Antrag zustimmen, solange ihr so ein verrückter Haufen seid. Danke. Dankeschön, Herr Kollege.